Willkommen zu einer neuen Folge von One Piece Pirate Warriors. Die Strohhutpiraten haben soeben der Weltregierung den Krieg erklärt und wollen Robin zurückholen, aber dazu müssen sie gegen die CP9 antreten. Das geschieht in dieser Episode hier. Starten! しかし CP9 の司令長官スパンダムによってロビンはすでに連れ去られていた。 2人が監獄へと続く航路の入り口、正義の門をくぐってしまえばもはや救出する機会はない。ロビンにかけられた回廊石の手錠を外す鍵を見つけ、一刻も早くスパンダムに追いつくために麦わらの一味は手分けして CP9に挑む。 狙撃軍もまた CP9の一人ジャブラと対決するが、 Ich ahne was. Soll ich jetzt Soge King spielen? Miru! さあ、終わりだ。殺さないで。お願い。あんたの鍵いらないから。バカ。てめえも次に死ぬんだよ。さあ、死ね。 Sanji! Ich hätte zwar gerne mit Sogeking gespielt, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich fand die Szene so geil, wo Sogeking versucht hat, den Schlüssel von ihm schlafen zu klauen. Und dann dieser Vogel da stand von wegen, sei ruhig, sei bitte ruhig und so. Und dann schreit er selbst. Ich fand die Szene einfach nur geil. Wow! Jetzt haben wir ihn schon eingeholt. Okay. Au. Das wird böse. Mit Sanji zu spielen ist nicht unbedingt einfach. Vorsicht. Oh, das war super. Das war super. Jetzt schlagen wir noch richtig rein. Weg da, weg da. Aura. Ja, die waren alle ein bisschen durchgeknallt, die CP9, so wenn ich mich richtig erinnere. So, oh nein, jetzt dreht er völlig durch. Geh weg! Hört auf zu labern, ich kann mich nicht konzentrieren. Oh, der kann auch... Ah, stimmt, der konnte ja auch den Luftschritt hier machen. Das war nervig. Weg da, weg da. Boah, ey. Weg da. Oh, jetzt. Nein, weg da. Mein Gott, du drehst ja völlig durch. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Und Schlag. Bam! Roundhouse Kick. Oh ja, der Feuerfuß. Teufelsbein. Teufelsbein. Ja! Flammentritt! Schuss! Nice! Piratenjäger Zorro!
Heilige Scheiße. Besiege die Marine. Okay, das machen wir doch gerne. Einmal komplett durch. Mein Gott, ihr seid doch echt bescheuert. Wo kommt ihr denn alle her? Eckig Zugluft? Was? Habe ich etwas verpasst? Achso, du! Du hieß du! Der Giraffenmann! Über den sich jeder lustig macht, weil er so bescheuert aussieht. キリンじゃ。わしはキリンじゃ。わしをバカにしとると、ただじゃ済まんぞ。たけえとこから物言いやがって。てめえ、自分が倒れる姿すらAuch wenn er total bescheuert aussieht, der hat es in sich. Unser Giraffenjunge. Aber er wurde selbst von seinen eigenen Kameraden ausgelacht, weil er so bescheuert aussieht. Weg! Ich brauche was zu trinken. Ein Tee. Ich brauche diesen Tee. So. Alles klar. Vorsicht. Also... Der sieht einfach nur bescheuert aus als Giraffe. Ich meine, wenn ihr euch einen großen Krieger vorstellt, dann stellt euch ganz bestimmt keine Giraffe vor. Das ist einfach nur keine Ahnung. Wer hat sich sowas ausgedacht? Mein Gott, aber der geht hier ordentlich ab. Und jetzt kriege ich dich. Nein. Der lässt mich hier nicht richtig zum Zuge kommen. Vorsicht, Vorsicht. Wenn der mit seinem Kopf umhergeht, dann ist das schon brutal. Vorsicht. Und jetzt kriege ich dich. Nein, nicht richtig, nicht richtig, nicht richtig. Oh, jetzt wird's böse. Au. Oh mein Gott. Aber so viel kann ich zudem nicht sagen. Nur, dass sie ihn am Anfang häufig mit Lysop verwechselt haben. Die haben an sich die gleiche Statur, nur dass Ecki hier eckig ist. Deswegen heißt er wohl auch Ecki. Oh Gott, ist das unkreativ, merke ich gerade. Unkreative Namen. Oh nein. Autsch. Oh, lass mich bloß in Ruhe, bitte. Oh Gott, lass mich doch bitte in Ruhe. Ich hasse dich. Ich hasse einfach alles, wofür du stehst. Oh nein, jetzt dreht er völlig durch. Oh nein, bitte lass mich in Ruhe. Och man, ich will nicht. Obwohl, jetzt könnte ich es eigentlich ganz gut schaffen. Vorsicht. Nein, nicht gut. Gibt's was? Ja, was zu essen. Das ist nicht schlecht. Aber den habe ich verpasst. Oh, das war böse. Also, der einzige Problem ist nur, dass er halt wenig Spielraum zum Angreifen lässt. Und ich jedes Mal die falsche Kombination einsetze, was ich nicht will. Oh, ich hasse den. Okay, jetzt Vorsicht. Jetzt Vorsicht. Oh nein, 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 Vorsicht. Au! Oh Gott, ich hasse ihn. Ich hasse ihn einfach nur. Er sieht bescheuert aus und stört mich die ganze Zeit hier. Aber ich habe ihn ja fast. Ich habe ihn ja fast, Leute. Wir müssen ihn nicht länger aushalten. Aber ein Block und ich verliere schon zu viel Leben hier. Komm schon, jetzt mach deinen Zug, verdammt.
damit ich angreifen kann. Tödlicher neuen Schwerterstil. Asura. Asura, Geisterschlag. So, Nummer 2 ist kaputt. Wer ist der Nächste? あいつに手こずってんのか。手貸すか。いや、俺があいつを止めるから先に行け。ロビンが待ってる。そうはさせんと言ったはず。つわ、てめえも能力者だったのか。まずお前を消そう、フランキー。 忘れたか麦わらのルビー、ガレーラの屋敷でこの姿の俺にひと月にされたことを。ああ、あれ肉食ったら治った。頼むぞ、ジェットバズーカー。 Und unser Ruffy kommt zum Einsatz. Die Brücke des Zögerns. Jetzt haben wir drei Balken. Super! Ja, ich liebe dich, Frankie. Aber das ist doch an sich der große Finalkampf. Was ist mit dem Rest? Kriegen wir die nicht? Och, Manno. Da finde ich ein bisschen doof. So. Jetzt kriegst du erstmal einen Schlag, weil ich dich so lieb hab. Und nochmal. Bam! Und nochmal. So, den ersten Ball haben wir ja schon fast. Aber jetzt bin ich auch leer. Mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Oh, Vorsicht. Oh, der war nice. Klasse, da muss ich mich loben. Der dritte Gang. Noch ein Ballon. Gum Gum, Riesenpistole! Ja, einmal durch! Ja, das ist leider der Nachteil am dritten Gang. Ruffy wird erstmal klein. Hi. Nichts wie weg. Guter Plan. Ja, wie soll ich denn von hier wegkommen? Ah, da bin ich wieder. Danke. Ein bisschen Doping. Oh, ich brauche Ballon. Ich brauche Ballon. Ich brauche definitiv Ballon. Oh Gott, Leute, ich hasse euch mit euren Bazookas. Okay, jetzt brauche ich definitiv was zu fressen oder so. Okay, danke fürs Essen. Oh Gott, ich muss hier irgendwie... So, jetzt muss ich erstmal Platz schaffen. Hier sind mir eindeutig zu viele.
Okay. Okay, ich bin durch. Fast durch. Oh Gott, nein, nein. Das geht mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich weiß, dass ich gegen die Truhe geschlagen habe. Ich weiß es. Ach, das überlebe ich doch nicht. Und natürlich ist da nur das Getränk drin. Das überlebe ich doch nicht. Und warum lebt der noch? Jetzt geh mal down. So. Okay. Also ich habe beschissen, wenig Leben und der noch so viel. Ach Gott, wie mache ich ihn jetzt alle am besten? Oh, weg da. Was? Wo kommt ihr denn her? Oh nein, nicht das. So. Oh. Wie soll ich den Scheiß hier überleben? Och, besonders wenn ich daneben schlag. Ich muss hier irgendwie, keine Ahnung. Oh Gott, nein du. Nein du, das überlebe ich niemals. Vorsicht. Oh Gott, ey, ich muss mich so konzentrieren, dass ich gar nicht zum Kommentieren komme. Ich bin so gut wie tot. Weil mich diese ganzen Marinefuzzis ablenken. Okay, jetzt gibt's nochmal einen Schlag. Oh, der hat ihn wenigstens getroffen. Ich überlebe das nicht. Das könnt ihr knicken. Oh, jetzt kriege ich ihn. Jetzt kriege ich ihn. Schön. Dachte ich zumindest. Oh mein Gott, bitte. Nein! Jetzt kommen die schon wieder. Ich bin vollkommen empfindlich gegen solche Kanonenfuzis. Der Trick ist einfach nicht zu lange an einer Stelle zu stehen. Ja, nee, also das war klar. Also mit den Kanonenfuzis komme ich nicht klar. Ja, ja, komm, seid stolz drauf. Seid stolz drauf. Okay, im nächsten Part wiederholen wir das nochmal. Das war einfach nur Beschiss.